Ja, normalerweise bin ich überhaupt kein Frühaufsteher, aber heute bin ich richtig schnell aus den Federn gekommen, denn ich freue mich tierisch. Ich darf nämlich heute Ballon fahren. Ja, genau, fahren, wie es heißt. Und der Chef ist hier schon neben mir. Das ist der Norbert und das ist unser Pilot. Wie fangen wir an? Ich glaube, erstmal müssen wir aufbauen, richtig? Genau, wir richten den Ballon her. Dann nehmen wir alle Leute her, die helfen mit oder ihr helft alle mit. Und der Aufbau dauert eine gute Viertelstunde, viertelhalbe Stunde. Und dann gehen wir schon ab in die Luft. Ballon und Korb haben zusammen einen Wert von 100.000 Euro. Also immer schön vorsichtig. Bis die warme Luft in der Ballonhülle ganz nach oben gestiegen ist, dauert es bis zu einer Minute. Deshalb sind später schnelle Lenkmanöver kaum möglich. Voraussicht ist gefragt. Ja, und dann geht's auch schon los. So richtig merkt man den Start gar nicht. Auf einmal heben wir ab und es geht sanft nach oben. Wir kommen hier von Wendelstein und fahren hier schräg hoch an Nürnberg vorbei. Und wir haben auch mittlerweile eine Gerätschaft geschaltet, mit der wir am Radar beim Flugcontroller praktisch aufleuchten. Und er kann mich genau verfolgen. Ich habe immer gedacht, es wäre kalt und windig, ist es aber nicht. Warum? Ihr spürt momentan einen leichten Wind, den spürt ihr aber nur, wenn man den Ballon in der Vertikalen bewegt, auf oder ab. Immer wenn wir die gleiche Höhe fahren, dann nehmen wir die Windgeschwindigkeit an, fahren gleich schnell wieder Wind und ihr habt 0 km/h gegenüber der Strömung, in der ihr treibt. Dadurch habt ihr dann Windstille. Und dann geht es ziemlich schnell runter. Wir landen irgendwo zwischen Großwein-Mannsdorf und Rostal. Jetzt wird die Landung doch ein wenig sportlicher. Alles gut gegangen. Landen darf man mit dem Ballon übrigens überall. Ärger gibt's nur, wenn fremdes Eigentum kaputt geht. Jetzt muss natürlich alles wieder eingepackt werden. Geschafft. Was noch fehlt, ist die Ballontaufe. Nach vorn. Wir taufen dich nach altem Brauchtum mit dem Feuer, dem ihr anvertraut wart. Schau mal, wie der brennt, Philipp, gell? Und löschen wieder. Ja, hervorragend. Wir haben uns, glaube ich, sehr sicher bei dir gefühlt. Und gibt es jetzt noch einen Schlachtruf, den ihr Ballonfahrer habt? Glück ab, gut Land. Alle miteinander, oder? Glück ab, gut Land. Glück ab, gut Land.